Ich gab also Sulaika die entsprechende Antwort und sie sagte, ich täte ihr leid. Dann befahl sie Suhaila, mir ihre Vagina zu zeigen. Suhaila legte sich unter der Glühbirne auf den Rücken und spreizte die Beine. Don Juan lachte und keuchte. Ich flehte ihn an, mich aus diesem Irrenhaus fortzubringen. Er flüsterte mir wieder ins Ohr, ich solle lieber gut hinschauen und mir den Anschein von Aufmerksamkeit und Interesse geben, denn falls ich es nicht täte, müssten wir bis zum jüngsten Tag in diesem Haus bleiben. Nachdem ich also genau und aufmerksam hingeschaut hatte, meinte Sulaika, von nun an dürfte ich mich rühmen, ein Kenner zu sein und brauchte nicht mehr so ungehobelt und gemein zu sein, Stielaugen machen zu müssen, weil ich noch nie eine Vagina gesehen hätte. Sulaika führte uns schweigend zum Patio hinaus. Sie flüsterte mir zu, dort sei ein Mann, der mich erwarte. Im Patio herrschte pechschwarze Nacht. Ich konnte kaum die Umrisse der anderen erkennen. Dann sah ich die dunkle Silhouette eines Mannes, der ein paar Fuß von mir entfernt stand. Unwillkürlich fuhr ein Schock durch meinen Körper. Don Juan sprach mit dem Mann. Mit sehr leiser Stimme sagte er, dass er mich mitgebracht habe, damit ich ihn kennenlerne. Er nannte dem Mann meinen Namen. Nach kurzem Schweigen sagte Don Juan zu mir, der Mann heiße Silvio Manuel und er sei der Krieger der Dunkelheit und der Führer des Kriegertrupps. Daraufhin sprach Silvio Manuel zu mir, es schien mir, als müsse er einen Sprachfehler haben, seine Stimme war gedämpft, er brachte die Wörter wie leises Husten hervor. Er befahl mir, näher zu kommen. Als ich versuchte, mich ihm zu nähern, wich er zurück, als ob er schwebte. Er führte mich in einen noch dunkleren Winkel der Halle. Mir kam es so vor, als ob er lautlos rückwärts ging. Er murmelte etwas, was ich nicht verstand. Ich wollte sprechen, meine Kehle juckte und war wie ausgedörrt. Er wiederholte irgendetwas mehrmals, bis es mir dämmerte, dass er mir befahl, mich auszuziehen. Seine Stimme und die Dunkelheit um ihn her hatten etwas Überwältigendes. Es war mir unmöglich, ihm nicht zu gehorchen. Also zog ich mich aus und stand splitternackt da, zitternd vor Angst und Kälte. Es war so dunkel, dass ich nicht erkennen konnte, ob Don Juan und die beiden Frauen noch da waren. Ich hörte ein leises, gedehntes Zischen. Es kam von einer Stelle ein paar Fuß von mir entfernt. Dann spürte ich einen kühlen Lufthauch. Ich erkannte, dass Silvio Manuel seinen Atem über meinen ganzen Körper hauchte. Dann forderte er mich auf, mich auf meine Kleider zu setzen und einen hellen Punkt anzusehen, den ich leicht im Dunkel erkennen konnte. Ein Punkt, von dem ein schwaches, bernsteinfarbenes Licht auszugehen schien. Ich starrte ihn, wie mir schien, stundenlang an, bis mir irgendwann bewusst wurde, dass dieser helle Punkt Silvio Manuels linkes Auge war. Dann konnte ich auch die Konturen seines ganzen Gesichtes und seines Körpers ausmachen. Die Halle war nicht so dunkel, wie sie mir vorgekommen war. Silvio Manuel trat vor und half mir aufzustehen. Dass ich ihn in der Dunkelheit mit solcher Klarheit sehen konnte, entzückte mich. Es machte mir gar nichts aus, dass ich nackt war und dass die zwei Frauen mich beobachteten. Anscheinend konnten auch sie in der Dunkelheit sehen. Sie starrten mich an. Ich wollte meine Hose anziehen, aber Zoila riss sie mir aus den Händen. Die zwei Frauen und Silvio Manuel starrten mich eine Weile an. Dann tauchte Don Juan aus dem Nichts auf, reichte mir meine Schuhe. Suhaila führte uns über einen Korridor zu einem offenen, mit Bäumen bepflanzten Patio. Ich konnte die dunkle Silhouette einer Frau erkennen, die in der Mitte des Patio stand. Don Juan sprach, er murmelte irgendetwas und sagte mir, dass sie eine südliche Frau sei. Sie heiße Martha und sie sei der Kurier der beiden westlichen Frauen. Martha sagte, sie wolle wetten, dass ich noch niemals nackt einer Dame vorgestellt worden sei. Dass die normale Reihenfolge wohl eher sei, sich zuerst vorzustellen und sich dann auszuziehen. Sie lachte laut. Ihr Lachen war so angenehm, so klar und jugendlich, dass es mir einen Schauder durch den Körper jagte. Es hallte durch das ganze Haus nach. Die Dunkelheit und die Stille in diesem Haus steigerten noch den Echo-Effekt. Ich sah mich hilfesuchend nach Don Juan um. Er war verschwunden und Silvio Manuel ebenfalls.
Ich war mit den drei Frauen allein. Ich wurde ganz nervös und fragte Martha, ob sie wisse, wo Don Juan sei. Genau in diesem Augenblick packte jemand mich unter den Achselhöhlen. Ich schrie vor Schmerz auf. Ich wusste, dass es Silvio Manuel war. Er hob mich auf, als wäre ich gewichtslos, und schüttelte mir die Schuhe von den Füßen. Dann stellte er mich aufrecht in eine flache Wanne mit eiskaltem Wasser, das mir bis zu den Knien reichte. Lange blieb ich in der Wanne stehen, während sie alle mich musterten. Dann hob Silvio Manuel mich wieder hoch und stellte mich neben meine Schuhe, die irgendjemand ordentlich neben die Wanne gestellt hatte. Don Juan tauchte wieder aus dem Nichts auf und reichte mir meine Kleider. Er flüsterte mir zu, ich solle mich anziehen und nur noch so lange bleiben, wie die Höflichkeit es verlangte. Martha gab mir ein Handtuch, um mich abzutrocknen. Ich sah mich nach den zwei Frauen und nach Silvio Manuel um. Sie waren nirgends zu sehen. Martha, Don Juan und ich standen in der Dunkelheit und sprachen lange miteinander. Sie schienen hauptsächlich mit Don Juan zu sprechen. Aber es kam mir so vor, als sei ich ihr eigentlicher Zuhörer. Ich wartete auf Don Juans Zeichen zum Aufbruch. Er aber schien Marthas lebhafte Konversation zu genießen. Sie erzählte ihm, dass Soila und Zuleika an diesem Tag auf dem Gipfel ihrer Verrücktheit gewesen seien. Für mich setzten sie dann noch hinzu, dass die beiden sonst meist recht vernünftig seien. Dann erzählte Martha uns in einem Ton, als offenbare sie uns ein Geheimnis, dass Zoilas Haar deswegen so zerzaust aussah, weil mindestens ein Drittel davon Zuleikas Haar sei. Die Sache hatte sich so zugetragen, dass die beiden einander in einer freundschaftlichen Anwandlung beim Frisieren geholfen hatten. Zuleika flocht Zoilas Haar zu einem Zopf, wie sie es schon unzählige Male getan hatte, nur dass sie diesmal geistesabwesend einen Teil ihrer eigenen Haare mit Zoilas verflocht. Als sie nun aufstehen wollte, so erzählte Martha, brach eine denkwürdige Rauferei zwischen ihnen aus. Sie wollten ihnen schon zu Hilfe eilen, aber als sie ins Zimmer kam, hatte Zuleika schon die Oberhand gewonnen, und da sie an diesem Tag klarer bei Sinnen war als Zoila, hatte sie beschlossen, den in ihren Zopf eingeflochtenen Teil von Zoilas Haaren abzuschneiden. Aber in dem sich entwickelnden Handgemenge vertat sie sich und schnitt stattdessen ihr eigenes Haar ab. Don Juan lachte, als ob es die lustigste Geschichte wäre, die er je gehört hatte. Ich hörte die leisen Hustenstöße eines Gelächters, das aus der Dunkelheit am anderen Ende des Patio herüberschallte. Martha fügte noch hinzu, dass Zuleika sich nun mit einem künstlichen Knoten behelfen müsse, bis sie einmal Gelegenheit hätte, sich die Haare kurz schneiden zu lassen. Ich stimmte in Don Juans Lachen ein, da ich Martha wirklich komisch fand. Die beiden anderen Frauen stießen mich ab. Sie bereiteten mir Ekelgefühl. Martha dagegen erschien mir als Muster der Ruhe und stillen Besonnenheit. Ich konnte ihr Gesicht nicht erkennen. Ich stellte mir vor, dass sie sehr schön sein musste. Der Klang ihrer Stimme war berückend. Sie erkundigte sich sehr höflich bei Don Juan, ob ich Lust hätte, etwas zu essen. Er erwiderte, dass ich mich in Zuleika und Zuilas Gegenwart nicht wohlfühlte und dass mir wahrscheinlich übel werden würde. Martha beteuerte, dass die zwei Frauen fortgegangen seien. Sie nahm einen Arm und führte uns über den bisher dunkelsten Flur in eine hell erleuchtete Küche. Der Kontrast war zu stark für meine Augen. Ich blieb in der Tür stehen und versuchte, mich an das Licht zu gewöhnen. Die Küche hatte eine sehr hohe Decke und war recht modern und praktisch eingerichtet. Wir setzten uns in eine Art Essnische. Martha war jung und kräftig. Sie hatte eine gedrungene, sinnlich wirkende Figur, ein rundliches Gesicht und einen kleinen Mund. Ihr jetschwarzes Haar war zu einem Zopf geflochten, den sie um den Kopf geschlungen hatte. Ich dachte, sie müsste ebenso neugierig sein, mich genauer anzusehen, wie ich neugierig gewesen war, sie zu sehen. Wir setzten uns und aßen und redeten stundenlang. Ich war von ihr fasziniert. Sie war eine ungebildete Frau, aber sie bezauberte mich durch ihr Gespräch. Sie gab uns einen ausführlichen Bericht über die grotesken Dinge, die Zuleika und Zoila anstellten, wenn sie verrückt waren. Als wir abreisten, gab Don Juan seiner Bewunderung für Martha Ausdruck. Er sagte, sie sei vielleicht das beste Beispiel dafür, wie Entschlossenheit einen Menschen verändern könne.
ohne alle Vorbildung und Vorbereitung, abgesehen von ihrer unbeugsamen Absicht, hatte Martha mit Erfolg die schwierigste Aufgabe übernommen, die man sich vorstellen könne, nämlich die Aufgabe, auf Soila, Sulaika und Silvio Manuel aufzupassen. Ich fragte Don Juan, warum Silvio Manuel sich mir nicht bei Licht gezeigt hatte. Er antwortete, dass Silvio Manuel in der Dunkelheit in seinem Element sei und dass ich noch zahllose Gelegenheiten haben würde, ihn zu sehen. Bei unserer ersten Begegnung sei es allerdings ein zwingendes Gebot gewesen, dass er sich in den Grenzen seiner Macht, nämlich im Dunkel der Nacht, hielt. Silvio Manuel und die beiden Frauen lebten zusammen, weil sie ein Team von gewaltigen Zauberern seien. Don Juan empfahl mir, keine voreiligen Schlüsse über die Frauen des Westens zu ziehen. Ich hätte sie nämlich in einem Augenblick kennengelernt, als sie keine Macht über sich selbst hatten. Doch ihr Mangel an Selbstbeherrschung treffe nur auf die Oberfläche ihres Verhaltens zu. Sie trügen einen inneren Kern in sich, der unwandelbar sei. Und daher seien sie auch zu Zeiten ihrer schlimmsten Verrücktheit in der Lage, über ihren eigenen Irrsinn zu lachen, als wäre es eine von anderen Leuten inszenierte Vorstellung. Mit Silvio Manuel verhielt es sich anders. Er war nicht im Mindesten irre. Ja, er war so schüchtern, dass er am besten von allen mit den beiden Frauen umgehen konnte, weil die drei extreme Gegensätze bildeten. Don Juan meinte, Silvio Manuel sei schon von Geburt so veranlagt und jeder in seiner Umgebung erkenne diesen Unterschied an. Sogar sein Wohltäter, der jeden von ihnen streng und unnachsichtig behandelte, habe Silvio Manuel große Aufmerksamkeit zugewandt. Don Juan hatte Jahre gebraucht, bis er den Grund dieser Bevorzugung einsah. Aufgrund einer unerklärlichen Eigenschaft seines Charakters war Silvio Manuel, nachdem er in die linksseitige Bewusstheit eingetreten war, niemals wieder zurückgekehrt. Seine Neigung, in einem Zustand gesteigerter Bewusstheit zu verweilen, gepaart mit der überlegenen Führung seines Wohltäters, erlaubte ihm nicht nur die Einsicht, dass die Regel eine Landkarte ist, und die Erkenntnis, dass es noch eine andere Art Bewusstheit gibt, sondern ermöglichte ihm auch tatsächlich den Durchlass in jene Welt einer anderen Bewusstheit zu erreichen. Don Juan sagte, dass Silvio Manuel in höchster Makellosigkeit seine übermäßigen Vorteile ausglich, indem er sie ganz in den Dienst der gemeinsamen Sache stellte. So wurde er zur stillen Kraft hinter Don Juan. Meine letzte einführende Begegnung mit Don Juans Kriegern galt dem Norden. Don Juan nahm mich in die Stadt Guadalajara mit, wo diese Zusammenkunft stattfinden sollte. Er sagte, dass wir unsere Verabredung um 12 Uhr mittags einhalten müssten, weil der Norden der Mittag sei. Wir verließen gegen 11 Uhr das Hotel und schlenderten sorglos durch die Innenstadt. Er sagte, wir hätten nur eine kurze Strecke vom Zentrum der Stadt zu gehen. Ich war in meinen Gedanken an die bevorstehende Zusammenkunft vertieft und so stieß ich frontal mit einer Dame zusammen, die aus einem Laden gestürmt kam. Sie trug verschiedene Päckchen, die nach unserem heftigen Zusammenstoß über dem Boden verstreut lagen. Ich entschuldigte mich und begann ihr zu helfen, sie aufzusammeln. Don Juan drängte, ich solle mich beeilen, weil wir uns sonst verspäten würden. Die Dame wirkte wie betäubt. Ich hielt sie am Arm. Sie war eine sehr schlanke, große Frau, vielleicht an die 60 und sehr elegant gekleidet. Sie schien eine Dame von gesellschaftlichem Rang zu sein. Sie hatte ausgesucht gute Manieren und nahm selbst die Schuld an dem Zusammenstoß auf sich. Sie sei so zerstreut gewesen, sagte sie, weil sie ihren Diener nicht finden konnte. Sie fragte mich, ob ich ihr nicht helfen könnte, ihn in der Menge ausfindig zu machen. Ich drehte mich nach Don Juan um. Er meinte, nachdem ich sie beinahe umgebracht hätte, sei es das Mindeste, dass ich ihr ein wenig behilflich wäre. Ich nahm ihre Päckchen auf und wir gingen in den Laden zurück. Nicht weit entfernt entdeckte ich einen verloren wirkenden Indianer, der dort gänzlich fehl am Platz zu sein schien. Die Dame rief ihn an und er kam wie ein verlaufenes Hündchen zu ihr gesprungen. Ich meinte, er würde ihr gleich die Hand lecken. Don Juan wartete draußen vor dem Laden auf uns.
Er erklärte der Dame, wir seien in Eile und nannte ihr dann meinen Namen, als wolle er mich ihr vorstellen. Die Dame lächelte höflich und reichte mir die Hand. Ich dachte bei mir, sie musste in ihrer Jugend eine hinreißende Frau gewesen sein, denn sie war immer noch sehr schön und anziehend. Don Juan wandte sich zu mir um und sagte unvermittelt, sie heiße Nelida, sie sei der Norden und eine Träumerin. Dann schob er mich vor den Diener und sagte, er heiße Genaro Flores und er sei der Mann der Aktion, der Krieger, der Tat in dem Trupp. Ich war sprachlos. Meine Überraschung war total. Alle drei lachten aus vollem Halse. Je größer meine Verlegenheit wurde, desto besser schienen sie sich zu amüsieren. Don Gennaro verschenkte die Päckchen an eine Gruppe Kinder. Er erzählte ihnen, dass seine Dienstherrin, die freundliche Dame, die sich gerade unterhielt, die Sachen als Geschenke für sie eingekauft habe. Es sei ihre gute Tat für den Tag. Dann schlenderten wir schweigend einen halben Block weiter. Meine Zunge war wie gelähmt. Plötzlich deutete Nelida auf ein Geschäft und bat uns, einen Moment zu warten, weil sie rasch ein Päckchen Nylonstrümpfe holen wollte, die dort für sie bereit lägen. Sie sah mich lächelnd mit leuchtenden Augen an und sagte mir, dass sie, Scherz beiseite, Zauberei oder nicht, auf Nylons und Spitzenhöschen nicht verzichten könne. Don Juan und Don Gennaro lachten wie zwei Idioten. Ich starrte Nelida an, denn ich wusste mir nichts anderes. Sie hatte etwas durchaus Irdisches an sich und doch wirkte sie fast ätherisch. In scherzhaftem Ton sagte ich zu Don Juan, er solle mich festhalten, weil ich jeden Moment in Ohnmacht fallen könne. Dann bat sie Don Gennaro höflich, in den Laden zu laufen und die bestellte Ware bei einer bestimmten Verkäuferin abzuholen. Don Gennaro schickte sich schon an, hineinzugehen, aber im nächsten Augenblick hatte Nelida sich anders besonnen und rief ihn zurück. Er schien sie nicht zu hören und verschwand in dem Geschäft. Sie entschuldigte sich und rannte hinter ihm her. Don Juan legte mir die Hand auf den Rücken, um mich aus meinem inneren Aufruhr zu befreien. Er sagte, dass ich der anderen nördlichen Frau, sie hieß Florinda, ein andermal allein begegnen würde, denn sie sei meine Verbindung zu einem anderen Kreis, einer anderen Stimmung. Er schilderte mir Florinda als die genaue Kopie von Nelida oder umgekehrt. Ich bemerkte, ich fände Nelida so kapriziös und elegant, dass ich mir vorstellen könnte, sie in einer Modezeitschrift abgebildet zu sehen. Die Tatsache, dass sie so schön und so hellhäutig, vielleicht von französischer oder norditalienischer Abstammung war, hatte mich schockiert. Obgleich auch Vicente kein Indianer war, hatte seine bäuerliche Erscheinung irgendwie meine Überraschung gedämpft. Ich fragte Don Juan, wieso auch Nicht-Indianer zu seiner Welt gehörten. Er sagte, dass die Kraft selbst die Krieger für den Trupp eines Nagual auswähle und dass es unmöglich sei, ihre Absichten zu erkennen. Wir warteten etwa eine halbe Stunde vor dem Laden. Don Juan schien ungeduldig zu werden und bat mich hineinzugehen und sie zur Eile zu mahnen. Ich ging hinein. Es war kein großes Geschäft und es gab auch keine Hintertür. Und doch waren die beiden nirgends zu sehen. Ich fragte die Verkäuferinnen, aber sie konnten mir nicht helfen. Ich stellte Don Juan zur Rede. Ich wollte wissen, was eigentlich los sei. Er sagte, sie hätten sich entweder in Luft aufgelöst oder sie hätten sich hinausgeschlichen, während er mir den Rücken klopfte. Ich erklärte ihm wütend, dass die meisten seiner Leute Schelme seien. Er lachte, bis ihm die Tränen über die Wangen liefen. Er sagte, ich sei der ideale gefoppte Narr. Meine Wichtigtuerei mache mich zu einer köstlichen Zielscheibe. Er lachte über meinen Ärger so sehr, dass er sich gegen eine Wand lehnen musste. La Gorda berichtete mir von ihrer ersten Begegnung mit den Mitgliedern von Don Juans Trupp. Ihre Version unterschied sich nur im Inhalt von der meinen, in der Form war sie dieselbe. Mit ihr waren die Krieger vielleicht etwas gewalttätiger umgegangen, aber sie hatten es als einen Versuch aufgefasst, sie aus ihrem Schlaf wachzurütteln und auch als natürliche Reaktion auf ihren, wie sie meinte, hässlichen Charakter. Als wir uns über Don Juans Welt Gedanken machten, erkannten wir, dass sie eine Kopie der Welt seines Wohltäters war. Auch hier konnte man sagen, dass sie entweder aus Gruppen oder aus Haushalten bestand.
Da gab es eine Gruppe von 4 unabhängigen Frauenpaaren, anscheinend Schwestern, die zusammenlebten und arbeiteten. Dann eine Gruppe von 3 Männern, die in Don Juans Alter waren und ihm sehr nahe standen. Ein Team von 2 etwas jüngeren Männern, die Kuriere Emilito und Juan Tuma. Und schließlich ein Team von 2 jüngeren südlichen Frauen, die miteinander verwandt zu sein schienen, Martha und Teresa. Dann wieder schien diese Welt aus 4 unabhängigen Haushalten zu bestehen, die weit voneinander entfernt in verschiedenen Teilen Mexikos lebten. Einer bestand aus den 2 westlichen Frauen, Zuleika und Zoila, Silvio Manuel und dem Kurier Martha. Ein anderer bestand aus den südlichen Frauen, Cecilia und Delia, Don Juans Kurier Emilito und dem Kurier Teresa. Einen weiteren Haushalt bildeten die östlichen Frauen Carmela und Hermelinda, Vicente und der Kurier Juan Tuma. Und der letzte bestand aus den nördlichen Frauen Nelida und Florinda und Don Gennaro. Don Juan zufolge war seine Welt nicht von der gleichen Harmonie und Ausgeglichenheit wie die seines Wohltäters. Die einzigen 2 Frauen, die einander ausgeglichen und ergänzten und die zudem wie identische Zwillinge aussahen, waren die Kriegerinnen des Nordens, Nelida und Florinda. Nelida erzählte mir einmal gesprächsweise, sie seien sich so ähnlich, dass sie sogar die gleiche Blutgruppe hätten. Einer der angenehmsten Überraschungen unserer Interaktion war für mich die Verwandlung von Zuleika und Zuila, die so abscheulich gewesen waren. Sie erwiesen sich, wie Don Juan schon gesagt hatte, als die vernünftigsten und schönsten Kriegerinnen, die man sich vorstellen kann. Ich wollte meinen Augen nicht trauen, als ich sie wieder sah. Ihr Wahnsinnsanfall war vorüber. Sie sahen aus wie 2 gut gekleidete mexikanische Damen, groß, dunkelhäutig und muskulös, mit strahlenden schwarzen Augen, die wie glänzende, schwarze Obsidianperlen aussahen. Sie lachten und scherzten mit mir über die Geschehnisse an jenem ersten Abend unserer Begegnung, als ob nicht sie selbst, sondern jemand anderes daran beteiligt gewesen wäre. Ich konnte Don Juans Schwierigkeiten mit den westlichen Kriegerinnen aus dem Trupp seines Wohltäters jetzt gut verstehen. Ich konnte mich einfach nicht damit abfinden, dass Zuleika und Zuila sich manchmal in so abscheuliche, ekelerregende Geschöpfe verwandelten. Oft war ich Zeuge ihrer Verwandlung und doch konnte ich später nie wieder so hart über sie urteilen, wie ich es bei unserer ersten Begegnung getan hatte. Ihre Gräueltaten bewirkten hauptsächlich, dass ich traurig wurde. Doch die größte Überraschung war für mich natürlich Silvio Manuel. In der Dunkelheit unserer ersten Begegnung hatte ich ihn mir als eindrucksvollen Mann vorgestellt, als einen imponierenden, überwältigenden Riesen. Er war winzig, aber nicht zartgliedrig. Sein Körper war wie der Körper eines Jockeys, klein, aber vollkommen proportioniert. Er kam mir vor wie ein Kunstturner. Seine Körperbeherrschung war so erstaunlich, dass er sich, wenn er alle Muskeln seines Körpers anspannte, wie eine Kröte beinahe bis zum doppelten Umfang aufblähen konnte. Er gab uns verblüffende Demonstrationen, wie er seine Gelenke luxieren und wieder einrenken konnte. Offenbar ohne äußere Zeichen von Schmerz. Wenn ich Silvio Manuel ansah, empfand ich immer eine tiefe, unheimliche Furcht. Für mich war er ein Besucher aus einer anderen Zeit. Er war von blass dunklem Teint wie eine Bronzestatue. Seine Gesichtszüge waren scharf, seine Pferdenüstern, seine vollen Lippen und seine weit auseinanderstehenden schrägen Augen ließen ihn wie die stilisierte Gestalt eines Maya-Freskos aussehen. Tagsüber war er freundlich und herzlich. Sobald aber das Zwielicht einsetzte, wurde er unheimlich. Seine Stimme veränderte sich. Er pflegte sich in einen dunklen Winkel zu setzen und sich von der Finsternis verschlucken zu lassen. Die einzige Stelle, die von ihm sichtbar blieb, war sein linkes Auge, das offen blieb und einen seltsamen Schimmer annahm oder irgendwie an Katzenaugen erinnerte. Ein sekundäres Problem, das durch unsere Interaktion mit Don Juans Kriegern ans Licht kam, war das Thema der kontrollierten Torheit.
Don Juan gab mir einmal eine knappe Erklärung des Begriffs, als er über die zwei Kategorien sprach, auf die alle weiblichen Krieger sich getreu der Regel verteilen, nämlich die Träumer und die Pirscher. Er sagte, dass jedes Mitglied seines Trupps das Träumen und Pirschen als Teil des täglichen Lebens praktiziere, dass aber die Frauen, die den Planeten der Träumer und den Planeten der Pirscher bildeten, die höchsten Autoritäten auf ihrem jeweiligen Tätigkeitsfeld seien. Die Pirscher waren diejenigen, die die Hauptlast der alltäglichen Welt trugen. Sie waren die Geschäftsleute, die mit den Leuten verkehrten. Alles, was die Welt der gewöhnlichen Dinge betrifft, lag in ihren Händen. Die vier Pirscher waren Praktiker der kontrollierten Torheit, ähnlich wie die Träumer Praktiker des Träumens waren. Mit anderen Worten, die kontrollierte Torheit ist die Grundlage des Pirschens, ähnlich wie die Träume die Grundlage des Träumens sind. Ganz allgemein, so sagte Don Juan, könne man behaupten, dass das Träumen die größte Leistung des Kriegers in der zweiten Aufmerksamkeit sei, während das Pirschen seine größte Leistung in der ersten Aufmerksamkeit sei. Ich hatte völlig missverstanden, was Don Juans Krieger bei unseren ersten Begegnungen mit mir machten. Ich fasste ihre Handlungen als Trickspielereien auf, und dies wäre auch heute noch meine Meinung, wäre da nicht das Konzept der kontrollierten Torheit gewesen. Don Juan sagte, dass ihre Taten bei mir meisterhafte Lektionen in der Kunst des Pirschens gewesen seien. Die Kunst des Pirschens, so erklärte er mir, sei das, was ein Wohltäter ihn vor allem anderen gelehrt hätte. Um unter den Kriegern seines Wohltäters zu überleben, musste er rasch lernen, diese Kunst zu beherrschen. In meinem Fall, so sagte er, müsse ich, da ich mich nicht allein mit seinen Kriegern auseinandersetzen konnte, zuerst das Träumen lernen. Dann aber, wenn die rechte Zeit gekommen wäre, würde Florinda zur Stelle sein, um mich in die Feinheiten des Pirschens einzuführen. Kein anderer könne willkürlich mit mir darüber sprechen. Sie könnten mir nur unmittelbare Demonstrationen geben, wie sie es bei unseren ersten Begegnungen getan hatten. Don Juan erklärte mir in aller Ausführlichkeit, dass Florinda eine der hervorragendsten Praktikerinnen des Pirschen sei, weil ihr Wohltäter und seine vier weiblichen Krieger, die Pirscher gewesen waren, sie in allen Feinheiten ihrer Kunst unterwiesen hätten. Florinda war die erste Kriegerin, die in Don Juans Welt gekommen war, und daher sollte sie meine persönliche Führerin sein, nicht nur in der Kunst des Pirschens, sondern auch auf dem Weg in das unergründliche Geheimnis der dritten Aufmerksamkeit. Falls ich jemals dorthin gelangen sollte. Doch auf diesen Punkt ging Don Juan niemals näher ein. Er sagte, wir müssten warten, bis ich eines Tages bereit wäre, zuerst Pirschen zu lernen und dann in die dritte Aufmerksamkeit einzutreten. Don Juan sagte, dass ein Wohltäter bei ihm und seinem Kriegertrupp extra Zeit und Mühe auf sich genommen hätte, um sie all das zu lehren, was mit der Beherrschung der Kunst des Pirschens zusammenhing. Er benutzte komplizierte Tricks, um die geeigneten Bedingungen für eine Abstimmung zwischen den Geboten der Regel und dem Verhalten dieser Krieger in der alltäglichen Welt herzustellen, wenn sie mit anderen Menschen interagierten. Diese Art der Interaktion hielt er für das geeignete Mittel, um die Überzeugung zu begründen, dass ein Krieger, der kein Gefühl der eigenen Bedeutung mehr hat, mit der sozialen Umwelt nur im Rahmen der kontrollierten Torheit verkehren könne. Wenn also Don Juans Wohltäter seine listigen Tricks ins Werk setzte, richtete er so ein, dass die Handlungen der gewöhnlichen Leute und die Handlungen der Krieger gegen die Gebote der Regel verstießen, dann trat er zurück und ließ das natürlich folgende Drama seinen Lauf nehmen. Die Torheit der Leute übernahm meist für eine Weile die Führung und zog die Krieger mit hinein, wie es der natürlichen Ordnung der Dinge zu entsprechen scheint, nur um am Ende durch die umfassenderen Absichten der Regel außer Kraft gesetzt zu werden. Don Juan erzählte uns, anfangs sei es ihm unangenehm gewesen, welche Kontrolle sein Wohltäter über die Mitspieler ausübte. Er sagte es ihm sogar ins Gesicht. Sein Wohltäter blieb ungerührt. Er behauptete,
Seine Kontrolle sei lediglich eine Illusion, vom Adler geschaffen. Er sei lediglich ein makelloser Krieger und seine Taten wären ein bescheidener Versuch, den Adler wiederzuspiegeln. Don Juan sagte, dass die Macht, mit der sein Wohltäter seine Pläne ausführte, von seinem Wissen herrührte, dass der Adler wirklich und endgültig ist und dass das, was die Leute tun, die reine Torheit ist. Das Zusammenwirken dieser beiden Überzeugungen ließ einst die kontrollierte Torheit entstehen, die Don Juans Wohltäter als die einzige Möglichkeit bezeichnete, die Torheit der Menschen und die Endgültigkeit der Gebote des Adlers zu vereinen.